Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. Der erste gesamtdeutsch gewählte Bundestag tritt heute im Berliner Reichstagsgebäude zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die 662 Abgeordneten wollen knapp 3 Wochen nach der Wahl das Parlamentspräsidium wählen und ihre Geschäftsordnung beschließen. Die Kanzlerwahl musste in den Januar verschoben werden, da die Koalitionsverhandlungen vor der Weihnachtspause nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Am Vorabend der Bundestagssitzung kamen die jeweiligen Fraktionen zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Sie trafen eine Reihe von Personalentscheidungen. Die erneuerte Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU wählte für ein weiteres Jahr Alfred Dregger zum Vorsitzenden. An der Wiederwahl von Rita Süssmuth zur Bundestagspräsidentin besteht kein Zweifel. Für den Posten des Vizepräsidenten wurde in der CSU Hans Klein vor Michaela Geiger nominiert. Bei der Abstimmung über die 2 Vizepräsidentenposten in der SPD setzten sich die zukünftige bayerische SPD-Vorsitzende Renate Schmidt gegen die SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs sowie der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Helmut Becker gegen Peter Konradi durch. Bei den Freien Demokraten gab Wolfgang Mischnick bekannt, dass er nicht mehr für den Posten des Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung stehe. Die Bonner Koalition hält trotz einer breiten Protestwelle vorerst an Überlegungen fest, eine Autobahngebühr zu erheben. Vorbedingung ist allerdings eine Prüfung, ob die Gebühr mit europäischem Recht vereinbar ist. Die EG-Kommission hat die Vertagung der Koalitionsentscheidung inzwischen einhellig begrüßt. Die FDP besteht weiter auf ihrer Forderung nach einem Niedrigsteuergebiet in den neuen Bundesländern. Ein Bruch der Koalition im Laufe der kommenden Legislaturperiode sei nicht ausgeschlossen, wenn diese Forderung der Liberalen von CDU und CSU nicht erfüllt würde, sagte FDP-Chef Lambsdorff in einem ZDF-Interview. Die Deutsche Bundesbank hat die Politiker in Bonn und in den Bundesländern davor gewarnt, die deutsche Einigung über eine ungebremste Schuldenaufnahme zu finanzieren. Im jüngsten Monatsbericht der Bundesbank wird mit einer Hochzinspolitik gedroht, falls die Verschuldung zu einer Gefahr für die Geld- und Stabilitätspolitik werde. Die Währungshüter fordern vor allem eine Kürzung der Staatsausgaben und durchgreifende Maßnahmen zur Begrenzung des Schuldenberges. Die Folgen der Golfkrise haben die Zahl der Armen auf der Welt um viele Millionen Menschen erhöht. Das geht aus einem Bericht der UNO-Abteilung für internationale wirtschaftliche und soziale Fragen hervor. Demnach ist das Weltwirtschaftswachstum seit Anfang August um 0,3% zurückgegangen. Einige ölproduzierende Länder hätten allerdings zusätzliche Einnahmen von mehreren Milliarden Dollar verzeichnet. Mit aller Macht will der sowjetische Präsident Gorbatschow die Unruhen im eigenen Land eindämmen. Vor dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau drohte er, die Unruhegebiete entweder direkt unter seine Verwaltung zu stellen oder den Ausnahmezustand zu verhängen. Gorbatschow griff mit seiner Rede überraschend in die Debatte ein, nachdem er selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war. Der sowjetische Ministerpräsident Ryschkow machte ihn für die Wirtschaftskrise im Land mitverantwortlich. Die Perestroika, die Politik der wirtschaftlichen Öffnung, sei gescheitert. Der russische Parlamentspräsident Jelzin warnte vor der Gefahr einer Diktatur im Kreml. Ein Ausweg aus der Krise, so Jelzin, sei nur bei einer völligen Gleichstellung der Sowjetrepubliken mit der Union möglich. Die erste albanische Oppositionsbewegung, die Demokratische Partei, ist offiziell zugelassen worden. In der vergangenen Woche hatte die kommunistische Regierung die Abschaffung des Einparteiensystems verkündet. Der tschechoslowakische Staatspräsident Václav Havel erhält den internationalen Karlspreis der Stadt Aachen. In der Begründung heißt es, Havel habe sich unbeugsam für den Geist der Freiheit und die Verwirklichung des Friedens in seinem Land und in ganz Europa eingesetzt. Er sei für seine Überzeugung auch ins Gefängnis gegangen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat in Berlin seinen Jahresbericht veröffentlicht. Er enthält erschütternde Zahlen über die Not der Kinder in der Welt. Jeden Tag sterben 40.000 Kinder an Unterernährung und Krankheit. Bundespräsident von Weizsäcker appellierte an die Bundesbürger, trotz der Probleme in den neuen Ländern und über die Hilfe für Osteuropa, die Menschen in der dritten Welt nicht zu vergessen. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz sind alle offiziellen Mitarbeiter des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR bekannt. Entsprechende Zeitungsberichte wurden von Bonner Regierungskreisen bestätigt. Wie es hieß, verfügt die Behörde über Listen mit mehr als 100.000 Namen. Sie seien dem Verfassungsschutz von Stasi-Überläufern übergeben worden.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen die frühere RAF-Terroristin Susanne Albrecht erhoben. Sie muss sich wegen der Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto im Jahre 1977 verantworten. Außerdem soll sie an den fehlgeschlagenen Attentaten auf die Bundesanwaltschaft und den früheren NATO-Oberbefehlshaber Haig beteiligt gewesen sein. Frau Albrecht hatte sich Anfang der 80er Jahre vom Terrorismus losgesagt und in der DDR eine neue Identität erhalten. In der Gruftkapelle des Regensburger Schlosses ist seit heute Vormittag Fürst Johannes von Thurn und Taxis aufgebahrt. Bis Freitag kann die Bevölkerung Abschied nehmen und ihm die letzte Ehre erweisen. Der 64-Jährige war am vergangenen Freitag nach einer zweiten Herztransplantation gestorben. Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten und die Beisetzung finden am 28. Dezember statt. Und hier die Gewinnzahlen vom Mittwochslotto. Ziehung A. 6, 14, 23, 24, 28, 42, Zusatzzahl 4. Ziehung B. 9, 20, 25, 31, 36, 49, Zusatzzahl 38. Spiel 77. 2, 5, 2, 1, 8, 2, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Eine Meldung vom Fußball. Das Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz in Stuttgart gewann die gesamtdeutsche Mannschaft bei ihrem ersten Auftritt mit 4:0. Die Wetteraussichten bis Donnerstagabend. Zunächst meist bedeckt und nur vereinzelt Schneefall. Am Nachmittag im Nordwesten stärkerer Schneefall, dabei erhöhte Glättegefahr, Höchstwerte um 0 Grad. Voraussichtliches Wetter in Europa am Donnerstagmittag. Stockholm Schneefall 0 Grad, London Regen 4, Paris Schneefall 1, Hamburg bewölkt 1, Berlin Schneefall 0, München Schneefall minus 2, Madrid wolkig 8, Rom Regen 5, Athen wolkig 16 und Moskau bewölkt minus 1 Grad. Das waren Nachrichten der Heute-Redaktion zum Sendeschluss. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.